Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Transportfieber. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir sind ja in der letzten Folge diese Strecke hier mal abgefahren. Und jetzt möchte ich mich hier um den unteren Teil mal ein bisschen besser bemühen oder euch besser gesagt vorstellen. Und dazu steigen wir doch mal hier in diese kleine Nebenstrecke ein. Also bleibt mal dran. Noch kleine Nebenstrecke, um genau zu sein, denn die wird noch ein bisschen länger werden. Aber weiter habe ich noch nicht. Das wird so mein Dorfzug quasi. Der natürlich hier erstmal ein bisschen mit auf der Hauptstrecke rumtuckert. Hier so schön erstmal mit 40 das Vorfeld verlassen. Hier wird noch eine kleine Stadt entstehen. Deswegen habe ich auch den Bahnhof und die Stadt ist quasi für das Industriegebiet, was daneben anliegt. Da muss ich mich auch nochmal richtig drum kümmern. Ah, Städte aber auch schon anstrengend. Da macht mir Land ein bisschen mehr Spaß, um ehrlich zu sein. Weil bis eine Stadt richtig schick aussieht und so, das dauert ein bisschen. So, wir fahren erstmal hier auf die richtige Spur. Genauso wie das Industriegebiet. Da ist noch so viel Arbeit. Alter, viel Falter. Aber wie gesagt, ich finde, es läuft auch über Land ein bisschen flüssiger als vorher. So, jetzt beschleunigen wir mal langsam raus. Ich sitze irgendwie ein bisschen schief. So. Ja, guck mal, das wird doch hier langsam. Das wird doch. Gehen wir langsam Gas und verlassen da vorne die Hauptstrecke, wie ihr schon seht. Also die Hauptstrecke ist noch nicht befahren. Ich weiß noch nicht genau, wo die hinführt. Jetzt einmal hier runter, ganz ruhig und sachte. Bewachsen mit Elektrizität, schon bestückt, also schon etwas aufgemotzt. Ich habe noch keinen schönen gefunden, der ohne Dampf fuhr, muss ich mir noch mal, aber ich habe auch noch nicht genau gesucht, um ehrlich zu sein. So, dann geht es hier nämlich langsam runter durch den Wald. Etwas aufgebockt die Strecke, finde ich aber ganz gut. Und hier haben wir schon rechts auf jeden Fall Felder. Da unten sehen wir auch schon den Fluss. Ja, er gibt ordentlich Gas hier mit 125. Noch mehr Felder. Da haben wir, weiß ich gar nicht, was das ist. Das war, glaube ich, die Tankstelle. Oh ja, da fängt er an rumzumachen. So, und hier sehen wir schon rechts das kleine Dörfchen. Um das wir uns hier jetzt mal ein bisschen kümmern. Also um euch das mal zu zeigen. Ein kleines einzelnes Häuschen hier. Hier so ein paar Hinterhöfe. Könnten wir vielleicht nochmal einen Zaun reinziehen, damit die nicht auf die Strecke laufen. Und der fährt halt noch hier auf diese Spur. Das wird aber quasi eher die Einfahrt werden. Weil da habe ich so ein altes Depot hingeklatscht. Und da wartet sogar einer. Ha, noch einer. Julio. Also sie wird sogar genutzt. Obwohl das ja gar nicht die einzige Möglichkeit ist, hier wegzukommen. So, aber wo ich gerade mal hier unten bin, ich will erstmal den Zaun ziehen. Häuschen. Da ist er. Wie gesagt, wenn man weiß, wo was ist, sieht es schon ein bisschen besser aus. Machen wir hier mal den alten. Neu bepflanzen gleich das Ganze. So. Damit das hier auch weiterhin gut aussieht. Zack. So. Hier sollen noch ein paar Autos später hin. So, okay. Dann haben wir das schon mal. Sieht doch schon mal ganz anders aus hier, so ein alter Dorf. Wenn ich hier dann wirklich später nur einen Zug abstelle, wenn die Strecke fertig ist, ist das schon mal nett. Ja, hier der Bahnhof mit Bushaltestelle, wie ihr seht. Ein paar Parkplätzen. Ein Mini-Industriegebiet, wo auch Waren hingeliefert werden. Nur ein bisschen, ist wirklich Kleinstadt. Aber was heißt klein? Ist wirklich schon eine Kleinstadt, ist gar kein Dorf mehr, würde ich mal sagen, durch die Anzahl der Gebäude. Das hier sollte mal so eine Art Schule, hatte ich mir überlegt, so eine Art Schule hier, eine Sporthalle, ein Bolzplatz draußen, der ist ein bisschen angeeckt.
So, irgendwie sowas in der Richtung. Hier haben wir dann auch noch die Möglichkeit für Parkplätze. Da kommen ja LKWs drauf. Hier so Parkplatzmöglichkeiten, da Parkplatz. Hier haben wir einen kleinen Platz. Schon ein bisschen Trubel auf jeden Fall. Muss irgendwie hier voll machen. Und hier schön die Gebäude. Hier ist eine Bushaltestelle noch. Ein bisschen Kaffee ist hier so unten am Rand. Finde ich das nicht schlecht. Hier geht es halt raus dann zum Tankstelle, so Vorort-Tankstelle hat man ja auch öfters mal. Modernisierte Straßenzüge, ein kleiner Friedhof mit einer Kirche, muss ja immer mal wieder dazukommen. So, dann suchen wir uns mal ein Fahrzeug, was hier rund fährt. Keins da. Da kommt was. Da kommt der Bus. So, hier sind wie gesagt schön die Felder. Machen wir heute mal eine Fahrstrecke hier. Wenn er so flüssig läuft, macht es doch echt Spaß. Muss ich ja zugeben. Ich weiß ja nicht, wie ihr es findet, wenn ihr mal Anregungen habt. Zeitraffer ist ein bisschen aufwendig für mich. Also ich baue zwar sowieso, aber das Nachkommentieren so, leider habe ich nicht so viel Zeit. Deswegen baue ich das immer so ein bisschen, spiele viel rum. Die ganzen Arbeiten gestern und heute, die ich jetzt so zeige, waren schon 4 Stunden locker. So. Willkommen, oh, hübscher Hintern. Dennoch ist wenig Betrieb. Ich hoffe, das regelt sich noch ein bisschen, dass hier noch mehr dazu kommt. Vielleicht noch mit Besuchermagneten etc. Ich weiß noch nicht warum, die nicht so akribisch hochgehen, die Zahlen. Fährt dann auch hier durch. Hier hinten ran. Also Betrieb ist auf alle Fälle da. Und hier wird das Dorf dann enden, da habe ich halt nur noch nicht weitergebaut. Ne? Das ist eine Straße, die führt dann einfach ins Nichts. Hier so schön mit den Parkplätzen. Wie gesagt, hier an der Ecke ist halt noch nichts entstanden. Hier weiß ich auch noch nicht genau, was ich machen werde, ob das hier Wald wird. Genauso hier dieses Stückchen Grün noch, voll den Pfosten mitgenommen. Also ein Dorffahrer muss auch nicht so viel aufpassen. Oh, hier steht keiner. Hier nochmal so ein kleines Café. Ja, die ersten Menschen sind unterwegs, sind aber noch nicht sehr viele. Hier so ein Hochbau hatte ich mir. Die Kirche verschwindet, ja, ist ja ekelhaft. So, na, da haben wir noch eine kleine Ecke, die wir rausfitschen müssen. Wie gesagt, LKWs gibt es hier auch. So, dann fahren wir nochmal hier rum. Tankstelle, wie gesagt. Jetzt gar nicht genau, wo der lang fährt, denn ich habe noch etwas gebaut, was ich mir aber gestandenerweise ein bisschen abgeguckt habe. So, hier jetzt ein bisschen mal mit den Seen, da ist ein Wasser, Baum unter Wasser. Ich weiß noch nicht, ob der auf der Herfahrt hier parkt oder auf der Rückfahrt. Wir gucken einfach mal. Genau, nämlich hier. Ja, der fährt nicht hier rein, okay. Hier nochmal ein See. Gehen wir mal die Strecke so durch. Wie gesagt, die rechte Seite ist fertig, die linke Seite nicht. Hier ist eine offene Straße. Ja, aber wie gesagt, schön Acker. Da habe ich noch ganz schön Arbeit vor mir, weil ich das so hoch geputscht habe. Das war auch schon eine Menge Arbeit, das hier halbwegs gerade zu kriegen. Hier weiß ich noch nicht genau, ob ich das sogar vielleicht als Steilhang lasse. Oder halt nicht. Der andere Bus entgegen. Dann sind wir nämlich hier oben. Guck mal, das sieht da gut aus. Ich habe das ein bisschen runtergeschraubt, halt die Sichtweite, weil das nahe ist halt schon angenehm genug. Dann geht es hier nämlich einmal über die Autobahn.
Da schön die Regiozüge, die Güterzüge hier haben die Regiostrecke, die erste. Man muss halt hier so ein bisschen sich rumwursteln. Wie gesagt, das hier wird eine kleine Stadt noch, deswegen hatte ich die Züge auch so ein bisschen schräg gelegt. Und hier geht es dann über die zweite und zurück. Okay, komm. Häuschen. Gucken wir uns das nochmal vom Nahen an. Hier habe ich mir mal so ein Autobahn-Ding hingestellt. Leider Gottes ein bisschen übergrünt. Sie ist richtig cool. Größe ist auch schon abnormal. Hat auch viele Ports, ne? Hier kann der parken, hier. Also da ist einiges drauf. Aber wie gesagt, leider ein bisschen extrem grün. Ja, ich das versucht, hier so mit den Bäumen ein bisschen einzuwürsteln. Hier hatte ich nochmal eine zweite kleine Straße hingesetzt. Erstens, um das hier ein bisschen abzuebnen, weil wie gesagt, hier war ja auch schon schief alles, ne? Er geht denn hier so runter, macht hier nochmal so einen Klick zu einem kleinen Bauernhof, den ich selbst gebaut habe. Hier so die Kaschem, so eine alte Hütte, Traktor hier hinten dran, ein paar Weiden. Die könnte ich auch nochmal ran. Aber will er nicht. Ja, fällt ja auch nicht auf. Könnte man jetzt hier nochmal so ein bisschen damit verstecken. Ist ja manchmal auch eine schöne Alternative. Ja, so ein paar große Bäume mit dran. So. Ein bisschen Acker ohne Ende. Dann gehen wir hier nochmal auf diese Kleinigkeiten hier ein, die mir jetzt aufgefallen sind. Ist nur ein kleiner Huckel, aber der hat gestört. So, wie gesagt, da kommen noch ein paar Autos hin. Und das hier, wie gesagt, hier fährt der Bus, also auf der Herfahrt, da fährt er hier rein. Habe ich mir so ein kleines Hotel angelegt. Wie gesagt, das habe ich mir abgeguckt. Ne, die Idee fand ich ziemlich gut. Hier auch mit dem Pool, mit dem großen Parkplatz. Und hier hält auch nochmal der Bus. Der kriegt hier so eine eigene Station, so einen Wendekreis. So schön am Wasser. Finde ich eigentlich recht nice. Auch schon gut besucht, das ganze Ding. Das könnte man fast schon leer lassen, weiß ich noch nicht genau. Es sind halt zu viele Sachen, ne? Und hier geht dann die Hauptstrecke so lang. Sie kann da vielleicht auch wieder drauf fahren. Oder drüber weg. Deswegen habe ich extra so einen schönen Tunnel reingesetzt. Der da übrigens zu ist. Warum ist denn der da zu? Ich hoffe, von der Seite auch zu. Ja, das ist wahrscheinlich dann eher so ein Grafikmodfehler. Oder habe ich den nicht verbunden? Doch, doch, doch. Ja, so eine optische Sache halt. So, was fehlt hier? Fahrzeuge finde ich hier jetzt weniger. Suchen wir uns mal die Autos raus. Ja, hier können wir nur so ein paar. Deutsche Bahn hat auch mal überall ihre Finger im Spiel. Post. Autos wollte ich hier noch hinsetzen. Guck ich mal einen Oldtimer dazwischen, das ist sonst ein bisschen zu alt. Wirkt das schon wieder ein bisschen lebendiger. Hier genau das gleiche Spiel. Wir hatten auch schon Fiat. Ach, bisschen Trottel. Da ist die gleichen Autos. Nächstens an so einem Fiat fällt mir das auf, aber das Dumme, also es liegt daran, weil ich selber einen habe. Von meiner Arbeit. So. Wie gesagt, wirkt natürlich schon ein bisschen besser. Den Bolzplatz muss ich nochmal umplatzieren. Das gefiel mir auch nicht so ganz. Die Frage war, wo war der? Hier war der doch. Genau, hier so. Packen wir ruhig mal so hier rein. Dann sieht das halt schon mal ein bisschen schöner aus. Ein bisschen mehr Farbe reinbringen in das Ganze hier. Die Schule hat halt ein bisschen rumgebolze, ein bisschen Platz weggenommen. Ja.
auch noch so ein bisschen, mal Farbe reinbringen. Dann patschen wir mal ein paar Besuchermagneten noch dazu. Visitor Wohnhaus. Gar nicht so viele, einfach ein bisschen, damit hier was Betrieb herrscht. Bisschen Geschäft. Pack die gerne mal so in die Türen rein. Hier gibt es keine Türen. Ach, die sind hier hinten. Ja, doof. So. Eigentlich ziemlich gut. Ja, dann sollte hier gleich ein bisschen was Action losgehen. Der Monat hat gerade angefangen, weil ich immer zum Monatswechsel vor allem die Leute kommen. Wie gesagt, dann fehlt hier halt die kleine Stadt, die halt echt auch noch ein Dorn im Auge ist, weil hier echt nichts passiert ist. Dazu muss ich hier auf alle Fälle nochmal ordentlich begrünen. Hier nämlich auch noch mal so einen riesen fetten Hügel, dem wir dann beikommen müssen. Jetzt hat man hier wenigstens einen Ansatz, wo man hier so ein paar Straßenzüge hinsetzen kann. Ein paar Gebäude. Muss ich mal gucken, welche Straßentyp ich hier genommen habe. Den jetzt hier wieder finden. City 1. Fast schon die zweite Reihe hier. Ja, Straßentyp 2 einfach nur. Wenn jetzt hier so ein bisschen noch was randatschen, dann passt das soweit. Okay, uncool, weil er da hoch geht. Ah, lassen wir das mal so stehen. Ganz einfach. Immer so einen Straßenzug lang. Das muss jetzt nicht die große Megastadt sein, aber auf jeden Fall ein paar Behausungen müssen hier hin. Dann kann ich den Bus da nämlich auch hinfahren lassen, nicht hier rüber. Nervt, das ist auch jetzt ein bisschen doof gewesen. Aber der braucht ja ein Ziel. Habt ihr das gehört? Ich glaube, da ist die Polizei gefahren. Die Autobahnpolizei. So. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Hier drüben kommt auch ein bisschen Behausung hin. Ich glaube, ich hier auch nochmal eine Brücke rüberziehe. Hier vielleicht ein bisschen einebnen. Was hier auf jeden Fall schon wieder vernünftiger aussieht. So. Ich denke, das reicht auch von der Größe her schon, ne? Hier den Ort. Für die Behausung.
paar Geschäfte, wie gesagt, relativ simpel gehalten. Ich könnte Ihnen jetzt hier nochmal so einen Busbahnhof mit ranzimmern. Hier vor allen Dingen hier hin. So, quasi auch eine Wendemöglichkeit, die er dann hier bekommen hat. So. Ja, so gehe ich immer an die Sache an. Ich ziehe mir erst so ein paar Züge, ein paar Straßenzüge. Und dann kann ich mir später in Ruhe angucken, wie ich was bauen möchte. So, aber Folge ist eh schon wieder um. Und dann gucken wir vielleicht mal in der nächsten Folge. Habe ich hier schon mal ein bisschen was entworfen. Das ganze Gebiet hier ein bisschen ausgefeinert. Wie gesagt, hier wird dann auch schon Ende sein. Vielleicht geht da hier nochmal ein Ticken rein. Weiß ich noch nicht. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis dahin. Und tschüss.